Guten Hunger! Guten Hunger! Streitet euch nicht und hört auf eure Lehrer. Ich hab dich lieb. Ich dich auch. Es gibt Ereignisse im Leben, die so ungewöhnlich sind, dass man dann nur von einem Wunder sprechen kann. Und eben eine solche Geschichte erzählt der Film Himmelskind. Ein Film, der inspirierend ist, ein Film, der mitreißend ist und ein Film vor allem, der auf einer wahren Begebenheit beruht. Die Hauptrolle spielt Jennifer Garner. Es ist ein hoffnungsvoller Film über das Leben und die Kraft der Familie. Von der Handlung her ist es so, dass Jennifer Garner Christy spielt. Christy hat eine 10-jährige Tochter, die plötzlich an einer unheilbaren und noch dazu sehr seltenen Krankheit erkrankt. Sie ist auf der Suche nach einer Therapie, verzweifelt an einer Therapie, ist leider nicht durch die ganze Familie, bis dann eines Tages es zu einem Unfall kommt. Die 10-jährige Tochter stürzt von einem hohen Baum, ja, und dann passiert eigentlich das Wunder. Ein Wunder, das die Ärzte vor ein Rätsel stellt, die Familie rettet und die Umgebung inspiriert. Es ist ein ausgezeichnet gut gemachter Film, der unter die Haut geht, der wirklich mitreißt und vor allem, der so manchen wirklich Hoffnung geben kann. Für uns ein absolut sehenswerter Film. Wir haben ein gutes Leben. Wir haben ein gutes Leben. Mami! Mami! Ich komme! Mami, es mein tut Liebling. So weh! Eines Tages wurde sie krank und niemand wusste, was es war. Ich glaube, Ihre Tochter hat eine Laktoseintoleranz. Sodbrennen. Das lässt sich ganz leicht behandeln. Es ist alles in Ordnung. Gar nichts ist in Ordnung. Untersuchen Sie sie weiter. Ich werde erst gehen, wenn ich weiß, was mit meiner Tochter los ist. Unglücklicherweise bestätigen die Tests, dass Anna sehr krank ist. Für ihre Erkrankung gibt es momentan keine Heilung. Doktor, bitte. Sie ist unser kleiner Engel. Wir lassen sie dabei nicht allein. Wir geben nicht auf. Like a small boat. Wir brauchen eine Lösung und wir brauchen sie jetzt. Wir kriegen das hin. Wie? Indem wir den Glauben nicht verlieren. Erlöse sie davon. Kannst du mich überhaupt hören? Sie wollen mir also weismachen, als dieses kleine Mädchen aus 9 Metern auf den Kopf gefallen ist, hat sie das nicht umgebracht? Es hat sie nicht gelähmt? Es hat sie geheilt? Ja. Das ist völlig unmöglich. Das ist schwer zu glauben. Es gibt viele Leute, denen geht es nur um Publicity. Viele Menschen halten uns für verrückt. Entweder man hält den Kopf über Wasser oder man geht unter. Wenn ich auf alles zurückblicke, was passiert ist, kann ich Ihnen unsere Geschichte nicht vorenthalten. Alles wird gut. Wer hat gesagt, alles wird gut?